Es war im September 2015 gewesen, als es passierte. Das, was so sicher gewesen war wie der nächste Morgen, so unabwendbar, dass sie im Landkreis nur noch auf den genauen Zeitpunkt wetteten. Schon seit ein paar Monaten hatten sie die Jagd auf ihn eröffnet. Polizeiobermeister Leonhard Kreutners jüngerer Kollege Greiner und ein paar andere. Tempora mutantur. Früher hätte kein Uniformierter einen nicht im Dienst befindlichen Kollegen zur Alkoholkontrolle herausgewunken oder ihn gar blasen lassen. Da hat man vielleicht einmal geschaut, ob einer noch gerade ausfahren konnte. Und wenn es Probleme gab, dann haben sie dem Kollegen aus dem Auto geholfen und ihn im Streifenwagen ein, zwei Stunden ausnüchtern lassen, bis er wieder fahrtüchtig war. Damals aber, das waren eben andere Zeiten. Zusammenhelfen, das Wort kannten sie heute gar nicht mehr. Die Ärzte hingegen, hatte Kreutner mal gehört, die behandelten andere Ärzte kostenlos. Das war noch Standesethik. Und in diesem Sinne hatte man früher auch unter Polizisten gesagt, mit dem Rausch im Gesicht, das kostet ja halt einen Führerschein. Ne? Aber für einen Kollegen ist es eben kostenlos. Ja, heute, da sind sie sogar noch stolz, wenn sie einen anderen Polizisten erwischen. Aufgrund dieses ethischen Niedergangs war Kreutner bei Alkoholfahrten ausgesprochen vorsichtig geworden. Zwar wusste er im Groben, wo und wann kontrolliert wurde, auch wenn er keinen Dienst hatte, aber er wusste bei weitem nicht mehr alles. Dass freilich während der Wiesenzeit mit einigem zu rechnen war, verstand sich von selbst. Kreutner sah es daher als Wink des Schicksals, dass der Kater vom Vortagesrausch noch nicht verklungen war und ihm das Bier in der Mangfallmühle irgendwie nicht schmecken wollte. Daher ließ sich Kreutner einen Maßkrug voll Kamillentee an den Wirtshaustisch bringen, den er im Lauf des Abends vollständig leerte. Auf der Heimfahrt überkam ihn ein Gefühl der Euphorie. Der Tee hatte seinen Magen wieder in Ordnung gebracht und die ungewohnte Unverschwommenheit, mit der er den Mittelstreifen sehen konnte, sowie das Gefühl, dass sie ihm bei einer Kontrolle nichts anhaben konnten, versetzten Kreutner in Ekstase. Lustvoll flog er durch die Nacht, nüchtern wie ein Säugling und unantastbar. Einen ersten Knacks bekam dieses Hochgefühl, als am Straßenrand etwas rot aufblitzte. Da haben wir es aber eilig gehabt, Herr Kollege. Es war natürlich Greiner, der ihn kontrollierte. Wo schätzen wir denn, haben wir drauf gehabt? Das weiß ich nicht, ich schaue nicht ständig am Tacho. 80. So. 142 kein Screen. Minus 3%, dann sind es 137. Macht dann, warte gerade mal. Greiner blätterte in einem Büchlein, obwohl Kreutner sicher war, dass er den Bußgeldkatalog auswendig konnte. Na, sind wir bei 240 Euro, 2 Punkte und der Lappen ist auch weg. Hey, Greiner, ich bin ein Kollege. Ja, und? Das macht man nicht unter Kollegen. Du, wir sind fein nicht in der Bananenrepublik, gell? Hier in Deutschland gelten die Gesetze für alle, sogar für dich. Herrschaftszeiten, ich fahre Streife, ich brauche den Führerschein. Jetzt beruhigen wir uns erst einmal wieder, gell, und dann bloßt einmal da einer. Greiners Kollege war dazugetreten und hielt Kreutner ein Alkoholmessgerät hin. Ist natürlich total freiwillig, aber das weißt du selber. Kreutner nahm das Gerät, setzte an, blies nach Kräften hinein und gab es mit trotziger Geste an Greiner weiter. Der schaute auf die Anzeige und runzelte die Stirn. Ja, Sapralot, gibt's das auch? Der Kreutner fährt nüchtern Auto. Er gab das Messgerät mit einem Lachen an den Kollegen zurück, der ebenfalls fassungslos den Kopf schüttelte. Ja, gratuliere, bist schwanger? Dem folgenden Heiterkeitsausbruch der im Dienst befindlichen Kollegen mochte Kreutner sich nicht so recht anschließen. Ja, mei, dann bleibt's beim Speeding. Kriegst bei der Prüffall, gell? Sagte Greiner und händigte Kreutner seine Papiere wieder aus. Jetzt wart heute mal,
das kann man doch auch irgendwie anders regeln. Greiner sah Kreutner mit einer Art nachdenklichem Amüsement an, trat schließlich etwas näher und sagte mit gesenkter Stimme, zum Beispiel, dass wir uns deine 240 Euro brüderlich teilen. Greiner, jetzt redst du das erste Mal keinen Schmarrn. Auch Kreutner hatte seine Stimme gesenkt, obwohl außer dem anderen Kollegen niemand zuhören konnte. Und was jetzt denn denkt? Ja, brüderlich halt, gell? 80. Sagen wir dann 50er für jeden und eine Flasche Obstler oben drauf. Kreutner war jetzt in seinem Element und wartete auf das nächste Gebot von Greiner. Aber der sah Kreutner nur stumm an. Schließlich sagte er, das war ein Witz. Und jetzt schleichte, sonst gibt's nur Anzeige wegen Beamtenbestechung. Das Böse hatte für Kreutner von dieser Stunde an einen Namen. Greiner. Und Kreutner würde von jetzt an wachsam und geduldig sein und warten, bis sie kommen würde, die Gelegenheit zur Rache. Was den 1 Monat Fahrverbot anging, so schob Kreutner ihn vor sich her, bis es nicht mehr länger ging. Und deswegen musste er ausgerechnet im Fasching seinen Führerschein abliefern.